In diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann komm unbedingt in meinen Zoom-Kurs. Jeden Donnerstag live via Zoom. Anmelden kannst du dich per E-Mail und ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und genau, jetzt hier in diesem Video heute tanzen wir mit der Federboa. Ich tanze dir das Ganze erst einmal vor, dann erkläre ich es dir wieder Schritt für Schritt und dann zum Schluss tanzen wir wieder beide gemeinsam. Okay. Und genau, wenn du keine Federboa hast, dann kannst du gerne auch ein langes Tuch oder einen Schal nehmen und dir vorstellen, dass es die schönste Federboa der Welt ist. Okay, dann fangen wir an. Okay, dann schnapp dir deine Federboa oder dein Tuch oder deinen Schal und wir fangen an. Als erstes halten wir die Federboa so vor unseren Körper. Und damit dir die Federboa hier nicht runterrutscht, nimm die Ellenbogen dabei hoch. Ja? Also Federboa vor den Körper. Und achte darauf, dass die Federboa so ungefähr mittig hängt. Das heißt, dass hier nicht ein Ende so viel länger ist als das andere. Ja, also dass das so ungefähr hier gleich lang ist. Okay, jetzt können wir dabei auch ein paar Schritte laufen. Ja, also das so drei Schritte laufen und dann können wir mit den Ellenbogen nach hinten kreisen, um so ein bisschen Bewegung hier in unsere schöne Federboa reinzubekommen. Okay, jetzt öffnen wir die Federboa zur einen Seite. Also eine Seite auf und wieder zu. Andere Seite auf und wieder zu. Und das Ganze erzeugt so ein bisschen Spannung. Also wenn wir sie jetzt gleich aufmachen würden, dann wäre die Spannung weg und mit einer Seite und der anderen Seite erzeugt das so ein bisschen Spannung, genau. Und jetzt öffnen wir beide Seiten. Tada! Und macht es wirklich ganz genüsslich und mit Stolz und mit Freude und tada! Genau. Und jetzt machen wir den Schulterschimmi. Und zwar diese Bewegung hier. Wenn du diese Bewegung dir nochmal genauer angucken möchtest, dann gerne in dem Video hier oben, was ich dir schon mal dazu gedreht habe. Genau, also Schulterschimmie ist eine sehr lustige, kokette Bewegung und immer schön lächeln und Freude und Stolz. Genau, und jetzt anschließend laufen wir drei Schritte nach vorne. Eins, zwei, drei. Und jetzt ziehen wir hier die Federboa in so einer großen Bewegung. Das kannst du ruhig richtig schön übertreiben und der Federboa hinterher schauen und das alles, ja, mit Stolz und mit Genuss machen, wie alles, was wir hier auf diesem YouTube-Kanal machen. Ja, und denk nicht so sehr daran, was hier irgendjemand von dir denken könnte, wenn er das jetzt sehen würde. Ja, sondern mach das alles ganz genüsslich für dich. Und jetzt machen wir die Schlusspose. Tada! Genau, das ist unsere kleine Federboa-Tanzkombination. Wir tanzen sie jetzt nochmal mit Musik. Und hier unten in der Videobeschreibung habe ich dir eine Playlist verlinkt mit richtig schöner Burlesque-Musik, die ich hier auf YouTube leider nicht verwenden darf. Ja, also wie gesagt, wenn du dich schon immer gefragt hast, wozu, zu welcher Musik tanze ich das Ganze hier, zu der Musik hier unten in der Spotify-Playlist. Und
noch mehr mit mir tanzen, kannst du jeden Donnerstag live via Zoom. Gut, dann das Ganze jetzt nochmal mit Musik.